gesagt, fangen wir uns mit einem solchen Vollkoffer nix an. Weil es gibt eh schon Trotteln nur auf dem Gartenamt. Ich meine, Berge von Vollkoffern haben wir da. Moment, Kreis, also nicht jetzt sich bei mir abputzen, ja? Ich hätte ihn ganz woanders untergebracht, wo sowas nicht passieren kann, wo er nämlich unter Aufsicht gestanden hätte. Ja, das kommt davon, wenn man um jede Wählerstimme geiert, ne? Nein, nicht so, Schwindel, nicht mit mir, ja? Irgendwer muss sich doch um solche Dinge, um so einen, also um unsere Dinge kümmern, ne? Ich meine, es kann nicht nur Genies oder was geben, Schwindel. Es gibt halt auch Debatte, ne? Und das sind aber auch Menschen. Und ich habe mich halt um den Fünfer bemüht und dann ist auf einmal ohne Grund verschwunden, wie ein Schaß in der Atmosphäre ist verduftet. Herr Kneiser? Ja? Vielleicht hat er eine neue Linie eröffnet oder er glaubt, er ist die U-Bahn und braust durch die Kanäle. Wie der dritte Mann, Harry Lime. Nein, Harry, nicht nehmen uns mich auf den Ohren. Ja, Harry Lime, hörst. Sie's war ja doch Ihre Idee, ne? Ja, vielleicht könnte man Sie an, die Schwester Phil. Vielleicht ist er eh schon zu Hause. Wieso haben Sie das noch nicht gemacht? Weil dann immer ich schuld bin. Immer wenn was ist, bin ich schuld. Wetten? Das war schon immer in der Schule so. Nicht? Mein Lehrer, also das heißt, ich war bei den Falken, mein Lehrer bei der SS. Nur war immer ich schuld, ist eh klar. Nicht? Ich hab dann die Sau lebt immer noch, bitte. Geh ist auf ein paar Tage erst hab ich im Fernsehen gesehen. Nicht? Eine Ehrenmitglied ist geworden, ein Orden. Bei der Dinge. Nein, es ist ja wurscht. Ich hab dem Magistrat nicht gesagt, dass er entmündigt ist. Stellen Sie sich das vor, wenn das aufkommt, dann bitte, die hätten doch den sonst nie eingestellt. Und ich Arsch hab das niemandem gesagt. Wenn das aufkommt, dann bin ich drauf, wenn der Vollkoffer nimmer mehr auftaucht. Hallo, Servus, Franitzky. Ich möchte die zwei Tschuschen vom Fünfer seiner Partie in 10 Minuten im Taschengeschäft Schulter haben. Auf der Stelle, klar? Ja, und rufst das an. Und wieso ist das Telefon kaputt? Na, wieso kannst du mich dann anrufen? Was? Also ich hab die, ja. Nein, es ist recht, ja. Das war jetzt nicht der Franitzky. Der ist nicht einmal verwandt oder verschwägert. Außerdem ist er bei der FPÖ, nein, das Telefon ist kaputt. Ne? Man kann zwar hinrufen, aber nicht hinaus. Aber das sind die ganz bestimmt sind das die vom Rathaus, ne? Denen sind die Gesprächsgebühren zu hoch geworden. Ne? Und da haben sie es gehalten. Dabei fahren sie also jeder einen Dienstwagen, nicht? und reden sie dann aus auf die Vollbeschäftigung von den Chauffeuren. Also manchmal kann ich ihnen sagen, verstehe ich den Leiter. Und ich Arsch muss einen Gewalttrottel einstellen. Das ist ja nicht den Heider, meine ich jetzt. Ich meine den Bibim, der vor allem da. Und dort ist wahrscheinlich jetzt auch wieder besetzt, nicht? Weil sie mit dem Vater in Dubrovnik telefonieren muss oder wo. Das wird leider. Na, was sag ich? Bitte, du. Wissen Sie übrigens, warum für die SPÖ-Politiker die Chauffeure so wichtig sind? Was? Damit sie das Büro finden. Schau, jetzt gar nicht so lustig. Aha.